So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Twins, wir hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich war jetzt schon im Überlegen, was wir denn vielleicht als nächstes machen könnten. Eine Sache ist mir erstmal spontan eingefallen. Wir werden diesen Zug hier mal verkaufen. Und werden uns zwei von den neuen holen. Und zwar, das bedeutet, den hier fahren wir jetzt ins Depot und verkaufen den. Und auf der Strecke dürfte dann kein Fahrzeug mehr sein. Soweit meine Angaben. Übersicht Neu-Ulm, Fahrzeuge, keine mehr, genau. So. Dann kaufen wir uns nämlich zweimal den roten Pfeil. Zwei. Wohl Klammer viermal, und dann können wir nämlich zwei an zwei hängen. Und die können wir dann auf die gelbe Strecke nach Ulm Streb schicken. So. Da kommen unsere ersten neuen Lokomotiven. Der rote Pfeil, der wirklich schnell ist. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man da zu spät ankommt. Der ist wirklich, wirklich recht schnell unterwegs. Ich hoffe mal, dass man damit auch jetzt ein paar, paar Leute neu anregen, nach Neu-Ulm zu kommen oder so. Aber das gucken wir dann gleich. So. Hier hätte ich gerade noch das Problem gehabt, dass hier sehr, sehr viel Zeug war. Mir fällt gerade noch was anderes ein. Und zwar, sobald hier Essen ankommt und das Essen hier gelagert wird, ist das mit auf der Strecke auch unterwegs. Das bedeutet, wir müssen jetzt beide Strecken müssen wir erstmal schließen. Die Fahrzeuge umsetzen, die Fahrzeuge umbauen. Die Frage ist nun, welche Linien das jetzt sind. Und zwar ist es die Neu-Ulmner die Treibstoff Trebs, genau, Neu-Ulmner Trebs. Hier, die hier. Die werden alle verkauft, sobald sie zu Hause sind. Und dann haben wir nur noch die hier, das sind die Treibstoff Neu-Ulm. Fahrzeuge, die paar Fahrzeuge viel sind, die werden jetzt auch mal alle verkauft. So, jetzt werden alle Fahrzeuge mal kurz verkauft, das ist alles kein Problem. Und wir kaufen uns neue Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge kann man hier uns kaufen. Ah ne, es sind die Trams. Die muss ich noch verkaufen, beide. Das sind die alten Trams. Fahrzeugdepot. So, jetzt habe ich mir mal kurz neue Fahrzeuge geholt. Das bedeutet, auf der Strecke Neu-Ulmner Trebs und auf der Neu-Ulmner Trebs, auf der Strecke von Treibstoff nach Dings, also jeweils in den sämtlichen Orten, sind jetzt nur noch die bestimmten Schiffe unterwegs. So, hier, das Schiff ist leer. Das bedeutet, das macht ja eigentlich Minus. Das verkaufen wir mal. So. Warum ist die Linie 11 jetzt... Warum wird hier nichts geladen? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Das ist ja wieder hier mit, ja, da stimmt irgendwas nicht, irgendwelche Haltestellen oder. Vielleicht kann es ja jetzt funktionieren, oder ich muss extra nochmal umbauen auf Fahrzeuge, die nur für die Strecke fahren. Was ich eher nicht hoffe. So, ihr werdet euch bestimmt schon den Kopf über den Händen zusammengeschlagen haben, weil der hier nimmt ja nur Rohöl und Treibstoff auf und der nimmt ja den ganzen Rest mit. Ja, wenn sie war mal kurz wieder bescheuert gewesen, aber ich habe es wieder selber rausgefunden. Und ab jetzt kann es nämlich auch losgehen mit dem Essensverkehr auf der Strecke. So. Jetzt geht das weitere Überlegen los. Wir haben jetzt die BAE 94 bekommen. Schick, schick, schick. Jetzt müssen wir mal gucken. Die hier wird auch jetzt mit Essen versorgt. Was ist mit dieser Stadt? Die hat Essen, aber kein Treibstoff. Und die genauso. Die müsste ja auch keinen Treibstoff haben.
Kein Essen und kein Treibstoff, beides nicht. Wir könnten hier hinten hinfahren mit dem Zug, könnten hier was essen und Treibstoff mitnehmen. Das ist alles kein Problem. Außer wir haben hier Essen und Treibstoff in der Nähe. Nein, das haben wir nicht. Das bedeutet, hier oben muss ein Zug lang fahren. Nee, wir nehmen das Krokodil, einfach nur so aus Style, weil ich das Krokodil eben sehr mag, der uns Treibstoff mitnimmt. Wir machen mal nur auf Treibstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da wären wir bei 90 und der uns sämtliche anderen Mittel mitbringt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das bedeutet, er bringt uns dann Essen und alles Mögliche dann hierher. Und da brauchen wir nur noch Fahrzeuge, die rüberfahren. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Linie 8 wird das sein. Irgendwas ist nicht elektrisch auf der Strecke. Die ganze Strecke ist noch nicht elektrisch und schnell gebaut. Das werde ich mal kurz machen. So, das habe ich jetzt mal kurz umgebaut. Und jetzt müsst ihr eigentlich der Zug losfahren können. Linie 8. Jetzt brauchen wir nur noch Fahrzeuge, die ja von hier losfahren, von der Linie, die Linie 9 besetzen und dann hier rüber in die Stadt reinfahren. Die dürfen natürlich alles mitnehmen. Linie 9. Die werden natürlich jetzt eine Zeit lang Minus einfahren, ist mir aber jetzt relativ egal. So. Aber hier wird alles eigentlich gebraucht. Wo auch immer das Essen gebraucht wird. Wird oben gebraucht. Das heißt, wir müssen mal kurz den auch noch hier umbauen. Und ich rede mich ja wirklich dumm und dämlich langsam. So, den hier Abriss bestätigen. Linie 9 fehlt was. Ja. Da fahren wir hier bitte hin und das hier weg. Saurer Tisch, okay. So, dann haben wir das jetzt hinter uns. Die Linie 10 wird nicht ganz so besucht, ist mir aber relativ egal. Die Sache ist ja natürlich, die sämtlichen Städte sind hier noch nicht ausgebaut mit einem ÖPNV. Da glaube ich, werden wir uns jetzt mal kurz noch hinsetzen in dem Part. Was sagt die Folgenzeit? Reicht. Ich will ja Spielstraße hier. So, dann bauen wir hier hinten lang. Es war eben so einen schönen Kreis hinbekommen, wo man lang fahren kann. So. Und so. Die Frage ist jetzt nur, wie fahren wir in dieser Stadt, fahren wir mal mit Bussen lang. Also wir wollen ja nicht dauerhaft nur mit Dings lang fahren, wir wollen ja auch mal mit dem Bus verlang fahren. Und da brauchen wir jetzt mal hier noch ein Stationbus und jeweils noch mit ein paar kleinen Haltestellen hier zwischendurch. So, nachdem ich jetzt die ganzen Städte mal mit ÖPNVs ausgestattet habe, die ganzen aber noch nicht benannt habe, ist jetzt auch relativ egal. Ich habe gerade was so gemacht, was ich eigentlich machen wollte noch. Und zwar haben wir kurz gesehen, Linie Öschenbüttel, Dittersee-Trebs sind ein paar unterwegs, die natürlich einsteigen wollen. Wir haben aber hier 55 Platz, das bedeutet, wir müssen den Zug hier hundertprozentig umbauen. Die Sache ist, auf was wollen wir umbauen? Wir könnten jetzt ein paar Triebfahrzeuge von denen hier noch dran machen. Da sind wir mit 125 km/h unterwegs, jeweils 18 Leute. Bedeutet aber, wir müssen 8 von diesen roten Files auf diese Dings draufbauen. Beziehungsweise wir haben ja eigentlich alles soweit doppelt. Das bedeutet, der rote File, der könnte immer im Zweierpack ein 2. 3, 4. Wir könnten viermal Doppelpack zwergen. Das könnte klappen. Das heißt, wir schicken den mal nach Hause und verkaufen den mal. Und kaufen uns
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoch, 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 hoch. Und die alle kommen auf die Aschenbüttel-Tabletausee-Trebs. Punkt, 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 Strecke. Es wird jetzt ziemlich kompliziert. Obwohl, ich würde am liebsten sagen, die ganzen, die wir jetzt hier draufgeschmissen haben, die bleiben bitte im Depot. Bleiben bitte so lange im Depot, wie der alte Zug noch unterwegs ist. So, in der Zwischenzeit sehen wir hier, die Linien werden richtig gut benutzt. Jedenfalls auf deren Linie ist alles vorhanden. Was jetzt hier oben ankommt oder was hier oben passiert, ist natürlich jetzt eine Sache für sich selber. Wir können aber mal gucken, ob hier... Also Essen kommt an, aber zu wenig. Das bedeutet, wir holen uns noch ein Schiff. Ein Güterschiff. Und zwar holen wir uns zwei. Die auf der Linie 11 verkehren oder Linie 3? Linie 11 war es, glaube ich. So, unser Schiffchen ist, unser Zügchen ist drinnen. Das bedeutet, wir können unseren Zug losfahren lassen. Und zwar hier sind sie drinnen. Alle Züge kommen auf die Aschenbüttel Trebstrecke. Ich hoffe mal, das klappt jetzt mit den ganzen Zügen, wenn die so fahren. Und ich nenne jetzt hier nach und nach noch ein paar Linien um. Und zwar ist das hier zum Beispiel die Essen To Die Essen Todesfelde stricken noch. Da sind sehr, sehr, ist sehr, sehr viel Essen unterwegs. Das haben wir gerade gesehen. Über 120 Stück. Wir werden mal das hier auch mal kurz ausbauen auf... So, wir werden das mal kurz hier auf die 2 umbauen. Und ich sehe hier, die Linie 3 ist noch nicht benannt. Die Linie 3 ist ja das Treibstoff Schmidling. Nee, das ist doch eigentlich Trebs hier oben. Genau, das ist Trebs. Das ist hier auch Essen Trebs und die Todesfelde. Von Todesfelde kommt das ja her. Ach du Scheiße, kommt hier jetzt viel Zeug an. Weniger auf diese Strecke, das enttäuscht mich sehr. Aber die große Frage ist natürlich auch, ob die Fahrzeuge hier oben schon was abgeliefert haben. Beides ist schlecht. So, ich habe jetzt mal eine kurze Zeit nochmal hier gewartet, aus dem folgenden Grund. Ich wollte gucken, ob jetzt die Essenssachen überhaupt auch auf diese Linie hier übergreifen. Weil ich habe irgendwie ein dummes Gefühl, dass es aus irgendeinem Grund nicht klappt. Aber doch, es funktioniert, das ist gut. Es ist aber nicht so viel, weil mehr das Essen hier rüber geht. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, unser Zug, der fährt größtenteils für lau. Und das ist gar nicht gut. Wir können mal gucken, vielleicht könnte man noch mehr Fahrzeuge holen. Wo steht denn der hier? Todesfälle. Ach so, die müssen hier warten. Ja, das geht gar nicht. So, kurz mal ausgebaut auf die zwei Terminals. Aber ich habe gerade gesehen, das Essen reicht schon nicht mehr aus. Produktion steht auf 4. Was bringt... Der bringt zu wenig Essen hier. Sonst was mit. Das heißt, wir müssen sich hier mehr auf die Produktion höher schrauben. Okay. Gut, aber ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wieder ein bisschen was hin und her geschnitten. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir müssen nächsten Part mal gucken. Klar, dass die hier mit Treibstoff ziemlich gut unterwegs sind, ist klar, weil die leben genau an der Treibstoffquelle. Vielleicht müssen wir aber mal hier was weiter ausbauen, beziehungsweise ich würde mich mal mehr für die Flugzeuge jetzt interessieren. Wir haben im Moment nur den kleinen Flughafen, das, was mir nicht so richtig gefällt.
Aber wir werden mal gucken, ob man da was machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man Oswald, warum ist denn hier so viel? Gut, darum müssen wir uns, glaube ich, auch mal kümmern. Ja, ciao, ciao.